Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Lost Eidolons habe ich ein ganz kräftiges Déjà-vu. Denn wieder wird ein Bankett ausgerichtet und wieder haut Ballaster alles kurz und klein. Los geht's! Der nächste Hauptkapitelkampf liegt vor Eden und seinen Gefährten, und weil das sehr lange dauern kann, mal ein bisschen hurtig und geschwind Lageraktivitäten abschließen, genau. Mal sehen, wohin es uns überhaupt verschlägt. Das Wiedersehen, das ist nicht gut. What the hell is this? You're throwing a feast now? After one battle? We didn't have a choice. Besides, the banquet's already started. Really? Last I checked, half your army's camped outside. It's bad enough we don't have any lookouts posted. Now you're gonna sit in here and drink yourself stupid? You haven't changed one bit! Lynetta's town drunk's back in action! That's enough! No, I never met the Eden you're talking about, I'm sorry to say. But that's not who he is now, and you damn well know it. I sure thought I did, but I guess not. Clara, you're not wrong, all right? Ballastar's coming. If I had my way, this place would be nothing but barricades and drills from sunup to sundown. But there's politics in the mix, and our favor with the Lords is a finite resource. If Eden spends it now, maybe they'd pack up and head home, leave us holding a castle we can't defend. You might believe tomorrow's enemy is tomorrow's problem, but that kind of thinking is how we wound up in the woods. This was a necessary compromise, and it's not Eden telling you that. It's me. Even if you take his main stronghold, his army's still intact. If he attacks tonight... There's no way he could get here that quick. I doubt he's even heard about it yet. Don't be so eager for trouble. This isn't about me being eager. It's about you being complacent, old man. There's no use debating what's already done. I'm not trying to ignore you, Clara. But lately, you're second-guessing me at every turn. I'll have the troops leave their seats as early as possible, and post scouts in case Ballastar steals a night march on us. You weren't at Lannoy, so maybe you don't know this. But I learned it the hard way. Numbers don't scare Ballastar one bit. I'll keep that in mind. It was you who put me in charge. Just making sure you haven't forgotten. I gave you command in battle. Nothing more. High Commander, you're finally here! I was just saying how much I'm enjoying myself, especially after such a grand victory. Good. But we shouldn't get too comfortable. Now that's a leader, worried even after a victory, as if Ballastar would attack after a loss like this. Let's hope not. On that note, a question. The troops outside... Am I correct in thinking those are yours, Lord Corell? That's correct, though young Pow here's got a few out there as well. Is there a problem? Have you deployed scouts towards Hollisburg? Come now, you're not seriously expecting Ballastar to attack tonight? No. I just want to be prepared in case he has to flee Hollisburg and tries to retreat here. I hadn't even thought about that. Understood. I'll dispatch scouts immediately. Good. Oh, but if he does flee our way, we'll be chasing him in the dark. So don't get too deep in your cups, huh? I hope you're not like this at every feast. Come on now, don't be so serious. Take a seat. Join us. Sorry, but I've got a lot of work to do.
You've done your work. You deserve to enjoy it, don't you? Besides, everyone's been awaiting your arrival. It would seem a shame to leave so soon. Hear, hear. Strapping young buck like you can't very well sneak off before the old lady. One might begin to wonder if the High Commander is off scheming behind our backs. All right. I'll stay an hour, but not one second more. In that case, we'd better drink fast. Just once in my life, I wish something would go according to plan. You stink like booze. My head's clear enough. Don't worry, I'm not second-guessing you again. Clearly, this is tactical drunkenness. It is, actually. I got you those scouts. Troops outside the walls, too. Gods, what a mess you are. I wish you'd just listened to me from the start. The Alliance is gonna fall apart as soon as Balistar's dead. Why are you working so hard to maintain it? Did I say something funny? You haven't changed a bit. What's that supposed to mean? I wish I could go back to how I was in Lunetta. But I can't. I've seen too much. Or too much on my shoulders. But you, you're the same as the day we met. Meaning? Meaning... Gods, Clara, can't you cut me a little slack? You think playing jester to a bunch of drunk nobles is fun for me? No. I don't. Why do you think I'm fighting so hard to beat that bastard? Don't you get it yet? Sooner or later, it's gonna come down to you against him. If you keep running from that, he'll eat you alive. Hm. Erstmal eine Entscheidung. Naja, sie hat ja recht. Thanks for the vote of confidence. Mhm. Da passiert was. Was ist da los? Huh? What the? Cap, come quick! I don't know how they did it, but Balistar's people are everywhere! Na toll. I gotta get the hell out of here! Schon wieder. Ach nee, nicht schon wieder fliehen. Ich hasse Fluchtkämpfe. Eden erreicht das Ziel. Na toll. Kundschaften! Wo ist das Ziel? Gute Frage. Wo ist das Ziel? Eden erreicht der. Warte mal, also Eden ist hier. Oder wer? Das hier ist. Da ist er so. Das Ziel wird ja nicht um die Ecke sein. Das wird ja irgendwo weiter weg sein. Aber wo? Da sind ganz viele Anführer. Ah ja, da sind sie alle. Rosalina merkt nichts. Celina. Balistar, das ist ja ganz toll. Gio, ja. Alle, die so sich so geriert haben, als wären sie irgendwie was Besseres als der Kaiser, sind es nicht. Elena. Hauptsache nicht Chelsea, das ist das Wichtigste. So, ihr steht denen im Weg. Ich hoffe, ihr kämpft auf unserer Seite, ihr Verräter, hoffe ich zumindest. Aber wo ist denn jetzt die Stelle, die ich erreichen soll? Ich weiß es doch gar nicht.
Wahrscheinlich wird man dir noch gezeigt. Wer sind da? Merten und das Chelsea. Ich dreh durch. Ah, ich hasse diese Mission jetzt schon. Ich hasse sie. Layla. Die nächste Giftspritze. Und Elias. Mann, oh Mann. Ja, ich weiß nicht, was hier jetzt gut ist. Ob ich jetzt mit 4 Dunkelmagiern kämpfen muss, weil... Na gut, wir müssen fliehen. Und da wäre wahrscheinlich ein Dunkelmagier mehr gar nicht so verkehrt. Okay, ich überlege mir mal eine Formation. Das ist alles scheiße hier. So, ich kämpfe mit 2 Dunkelmagiern. Johanna ist am Start und ansonsten so wie üblich. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wo das Ziel ist und was hier noch so an Gemeinheiten passiert. Alle umhauen, also alle gegnerischen Truppen umhauen, das wird nicht funktionieren. Deswegen versuche ich das gar nicht erst und deswegen beginnen wir jetzt mit dem Kampf. Castilian is in flames. What the hell is happening? It's Ballistar! He's at the gates! No! How did you get past our scouts? Ask them yourself. Lord Pau! Lord Corell! Things are looking rather dire. Lord Pau and Corell have been obliterated. It's only a matter of time before Ballistar reaches us as well. Even these old eyes can see which way the wind is blowing. I thought Eden was a righteous man. Clearly he just wanted some extra bodies between he and that brute. There's no point dying in some Benarian backwater. I'm returning to my family's lands. Sounds like wisdom to me. The old hag's pulled out. Her years may be waning, but her instincts are spot on. I won't die playing fodder for some upjumped peasant. Let's be off. This battle is as good as lost. Lady Katarina! Lord Mateus! Wait! Cap, this isn't the time! If we don't get out of here, we'll be surrounded! Where are the rest of the Alliance soldiers? Ballistar's attack has them scattered all over! All right, let's regroup and get the hell out! Okay, also spielmechanisch wäre es natürlich am sinnvollsten. Wo war das nochmal? Da unten. Einfach da in diese Richtung zu reiten. Rollenspielerisch gesehen müssen wir natürlich hier irgendwas für unsere Truppen tun, ne? Wobei die davon, ja, die sind ja sowieso verloren. Wenn wir mal ehrlich sind. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich muss erst mal rausfinden, was passiert, wenn ich jetzt mit Eden da oben hinreite. Na? Vielleicht starte ich dann die Schlacht neu, weil ich verstehe ja die Spielmechanik gar nicht. It's time. Deswegen geh du mal dahin. Was passiert dann?
Und das Venetius können wir nicht machen, weil es alles noch zu weit weg. Also kriegen die sich dann irgendwie ein oder was? Was machen die denn dann da? Ich habe hier keine besonderen Fähigkeiten. Ich als Hinreiter. Angreifen kann ich sowieso nicht. Tja, keine Ahnung, was die da machen. Ich verstehe nicht irgendwie, was da hingeht, um die Kontrolle über sie zu übernehmen. Wir haben hier 6 Leute. Das Problem ist, es sind 2 Generäle. Die werden ja... Die werden ja erst angreifbar, wenn wir ihre ganzen kleinen Truppen weggemacht haben. Das gelingt uns aber nicht. Meiner Ansicht nach. Words veil daggers. Müssen es da ein Nebel? Muss eins runter und eins rüber. Das geht natürlich nicht. Eins, oder? Eins runter, eins rüber geht nicht. Nebel. Ich glaube, das ist gerade, wie wir das machen. So. Tja. Ich glaube, ich... Mach mal F an. Ich glaube, ich gehe auf die Spielmechanik, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich bei meinen eigenen Truppen bin. Und wenn ich brutal auf die Spielmechanik gehe, dann hieße das ja, warte mal, erstmal einen Weg finden. Also wenn wir da unten hin sollen, da unten hin. Also hier können wir lang, hier oben rum, hier lang. Hier müssten wir durch irgendwelche brennenden Büsche, das ist schon mal nicht gut. Hier ist, glaube ich, versperrt, Hindernisse, genau. Das heißt, entweder gehen wir hier oben rum, wo unsere Kollegen schon sind, müssen aber einen weiten Weg gehen, oder wir machen uns hier irgendwo den Weg frei. Wo ist denn der Kollege, der da? Whether words or swords, I miss nothing. Ah, du hast nur die Hydrobombe. Ich überlege gerade, ob wir hier uns durchkämpfen können. Wenn du jetzt dahin gehst, Magie-Hydro-Bombe, geht das überhaupt auf ein Nicht-Ziel? Es geht gar nicht, ja? Ach doch, geht. Dann ist da frei. Nächste Runde kannst du noch eine Hydrobombe machen. Dann können wir versuchen, uns da irgendwie durchzuschlängeln. Also zumindest Eden. Wo ist denn Eden eigentlich? Eden ist da hinten. Okay, also ich nehme den Weg hier durch, wo wir gerade eine Hydrobombe gesetzt haben. Ich gehe jetzt voll auf die Spielmechanik, lass nur Eden fliehen. Alles andere ist mir egal. Mein Zug. Ja, das ist wichtig. Was? Was ist denn los? The gates are just ahead! Don't let up! Ja, ja. Aha. You think we'd let you off that easy? Okay, meine Taktik ist hier mit You gescheitert. Damn traitors! I'll kill you with my own two hands! Ja, okay. They chased us all the way here? Ja. Bar their path! Don't leave them any room to slither free! Diese kleine Wanze. Don't listen to them! We have to push through! Ja. Okay, wir brauchen hier eine andere Taktik. Ja.
Gott frei, das war schlau, das war nicht deine Idee, das war Guillermos Idee. Okay, also so funktioniert der Kampf nicht. Ich sehe auch keine Chance, jetzt hier noch irgendwie was zu reißen, weil die werden sich immer so hinstellen, dass ihnen, also dass der Weg hier blockiert ist. Selbst wenn ich jetzt hier einmal rumreite, ja, um noch eine Runde zu... Also, I march towards tomorrow. Ja, ja, okay, bis dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da brauche ich hier noch eine weitere... Nee. Es wird immer so sein, dass hier... Es wird immer so sein, dass dort unten mehr Leute sind und wir den Weg versperren. Ja, okay, verstehe. Gut, ja, dann muss ich den Kampf mal neu anfangen. Ich brauche jetzt eine neue Taktik. Wie die aussieht, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir müssen uns ja trotzdem irgendwie durch die Büsche schlagen, ne? Genau. Also, Neustart. So, wir bleiben trotzdem mal dabei. Also der Punkt ist ja der, wenn wir hier durchlaufen, haben wir dreimal Gestrüpp und Gebüsch. Wenn wir da durchlaufen, haben wir nur zwei. Dann sind wir da unten. Vielleicht nehme ich das, also, ne, nehme ich das andere. I understand. Mal. You understand, okay, das ist gut. Dann geh mal du dahin. Mach mal da sintflutartigen Regen. Das ist dann zwar quasi verschwendet, aber dann haben wir zumindest den Feuerschaden nicht. Weil der Regen dürfte diese vier brennenden Felder löschen. Genau. So. Jetzt haben wir hier das Problem. Die wollen uns ans Leder. Sie müssen aber hier durch. Oder da oben rum. Be smart, but I know how to hurt. Du kannst, glaube ich, den hier aktivieren. Machen wir das mal so, auch wenn das jetzt eigentlich schlecht ist. Ich denke, wenn wir schlau sind. I hear you. Nebel. Ich setze einen Nebel dorthin. Dann ist das alles blockiert. Und da kannst du. Zwei zurück und eins hoch. Ganz dahin. Geht das? Magie, Nebel. So, dann ist da alles blockiert. Okay, dann... Ich find's trotzdem sinnlos, dort oben so großartig anzugreifen. Beziehungsweise hier erstmal die Truppen einzusammeln. Da sind nur 1, 2, 3, 4, 5 gegnerische Generäle. Da kannst du nichts gewinnen da oben. Außerdem, also es ist genau die entgegengesetzte Richtung, als die, in die Eden muss. Na? Ich halte das für schlecht. Was wir aber machen können, ist, no sweat, dass du den hier mal mitnimmst. Can do. Du kannst den mitnehmen. So. Vitorin. Don't throw your life away on reckless courage. Soll nicht angegriffen werden, deswegen nimmt er den mit. Wobei, es hätte auch Robin machen können, weil Robin geht sowieso nicht da hoch. Stimmt. Yes, Sir! Du gehst schon mal da runter, weil Vitorin ist nämlich wichtig. You can do this, you can do this! Du kannst den hier mitnehmen.
So. Was haben wir noch? Wir können Eden immer noch da unten hinsetzen. Oh Light, lend me your strength. If I fall, may the light find use in my death. Geht es überhaupt? Nee, da ist Eden nicht da, okay. Wir können Eden dahin rufen. Ist das sinnvoll? Man kann doch schon mal ins Gebüsch steigen. The harder the fight, the sweeter the victory. Auf der anderen Seite weiß ich ja, dass ich jetzt sowieso nicht alleine dort durchgehen darf. Dass das sowieso ein bisschen ich irgendwie kämpfen muss. Das heißt, ich muss ein paar mehr Truppen hier durchbringen. Die da unten. Ja, das ist wieder die Frage, was ich halt nicht weiß. Sind die beiden Generäle, wer ist denn das? Ist auch egal. Sind die beiden Generäle dann angreifbar, wenn ihre Truppen hier weg sind? Oder sind die auch erst gut angreifbar, wenn alle Truppen weg sind? Weil hier unten, das sieht da so schlecht gar nicht aus. Aber ja, vielleicht eine Chance. Aber auch nur, wenn ich jetzt alles nach da unten werfe. I'll do what I can. Dann müsste er aber eigentlich hier durchbrechen. Ist eigentlich eh das Beste, huh? Wie ich das gerade feststelle. Okay, also. Kämpfe ich hier unten oder kämpfe ich da unten nicht? Ich weiß halt nicht, ob ich die unterkriege. Ja, die kriegen erstmal da einen Nebel da unten hingelegt. Das ist sure thing. Das heißt, du gehst da unten hin. Wenn ich, also soll ich Eden schon da in das Gebüsch reinjagen? Ja oder nein? Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Oder schicke ich nur euch beide da durch? Und Eden erstmal per P. Das It's all on me. Ja. Ich weiß ja, dass Eden sowieso nicht da alleine stehen soll. Das, oder? Das ist halt die Frage. Je eher ich Eden hier unten in der Nähe von diesem Ding da habe, desto eher kommt Gott frei. Und desto eher ziehen die da unten auch irgendwo hin, wo ich sie angreifen kann. Es ist schon gar nicht so verkehrt, Eden da schnell Gott frei triggern zu lassen. Ich probiere es mal. Du gehst dahin. Ach, das ist wieder falsch. Einige Berufung. Du kannst ihn nur jetzt nehmen. Okay. Stell ihn mal dahin. Tja. I march towards tomorrow. Ah, er kommt sogar durch. Ach, guck. Ah, sehr gut. So, den gegnerischen Zug überspringe ich mal, weil das ist ja eh ein einziges Schlachtfest. Gegnerischer Zug übersprungen, so sieht's da aus. Wir müssen Gottfrei triggern, möglichst schnell. Also, ihr... Coming right up! Geht mal da lang. Du auch. I'll take care of it. Alle versuchen irgendwie
da unten hinzukommen. Let's roll! Where are we going again? Segen. Geh mal dahin. Dahin. Göttliche Hand. Nächsten zwei Züge minus 30% Licht, Magieschaden auf dich, der du Magieschaden abbekommen wirst. So, mehr kann ich nicht für dich tun. Ich denke. Some questions are worth dying for. Du gehst in die Büsche. Wartest. Everyone has something to protect. Du kannst ihn sogar noch ein Stück nach weit von knuffen. So, dann ist Albrecht quasi durch. To live alone in darkness. Nothing can scare me more than that. Albrecht kann dann hier nämlich das Gebüsch löschen. So, was machen wir denn hier mit euch? Die sind alle platt. Ich möchte das also right. Gehst da lang. Du auch. Da oben habe ich niemanden mehr, genau. Dann. Sinnvollerweise wird dann Nebel gesetzt. Magienebel. Da. Damit denen klar ist, sie müssen einen großen Umweg gehen. When your heart starts racing, slow down and take a moment. Dahin mit dir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du stehst dann. Naja, gut, du kannst ja jetzt in der Runde kannst du ja dort stehen. Das ist nicht okay. Das ist okay. Was will ich noch sagen? So. Ja, mehr kann ich ja nicht mehr. Also das hier oben, Francisco und Cody, werde ich nicht nachziehen können. Das wird echt ätzend. Die sind alle viel zu langsam, befürchte ich. Wir können zwar mit Johanna noch einen Nebel hinter uns werfen, aber das wird trotzdem alles schwierig. Hier wäre dann euer Weg durch. Wir können jetzt den hier noch. Ja, die Frage ist halt, ab wann ich Gottfrei aktiviere. Deswegen gehe ich mal dahin. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Und der gegnerische Zug, den überspringe ich wieder. Mein Zug, so. The gates are just ahead. Ja, 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 don't let up! Kennen wir und dann... Ah ja, dann haben wir ihn getriggert. You think we'd let you off that easy? You damn traitor. Ja, das haben wir doch alles... können wir das bitte mal überspringen? Das nervt mich jetzt nur noch. So. Okay. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier möglichst schnell möglichst viele Leute in die Nähe von Eden kriege, damit wir hier eine Chance haben, hier unten zu kämpfen. Wie schaffe ich das? Für den Fall, dass hier jemand im Gebüsch hängen bleibt. As you command. Kann ich da...
Ach, du hast ja nur den Sitwort. Du hast ja gar keine Dings da, Bums da. Okay, dann geht das nicht. Okay, verstanden. Dann muss man das anders machen. Du kommst durch, okay. Du kommst natürlich nicht durch, das war klar. Ja gut, aber ich meine, das... Think deeply, act quickly. Das bisschen ist ja auch völlig egal. Du kannst da diese 5 Schadenspunkte, das ist ja wurscht bei dir. Du läufst da rein. Du läufst da durch. Habe ich mal noch irgendjemanden, den ich opfern kann? Simple enough. Du aktivierst den hier unten. There is no mountain too high to climb. Und ihr kommt hier mal in die Nähe. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Robert ist dann durch. Karin kommt wahrscheinlich auch durch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Karin kommt auch durch. Dann habe ich noch einen Kleinen, der durchkommt. Du hast nur 4. 1, 2, 3. Ja, selbst du könntest aber durchkommen in der nächsten Runde. Und der bleibt halt da. Und na, der, ja, also das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann hier in diesem Innenhof kann ich meine Truppen sammeln. Das kriege ich hin. Also zumindest nicht alle, aber noch einige. Jetzt musst du hier idealerweise in every lie, a kernel of truth. Durchgehen. So. Du kommst. Consider it done. Durch, das ist gut. Oder warte mal. The destination doesn't matter. It's the people you're with. Es ist schon gar nicht schlecht, Robin da zu haben. Wobei Karin ist dann ja auch da. Vitorin ist eh langsam. Nee, dann machen wir das so. Du stellst dich dahin, wartest. Understood. Du kannst da nur einmal reingehen, warten. Du kannst yes, auch nur einen reingehen, warten. So, ihr hier, das sieht alles nicht gut aus. Was haben wir denn hier? Heiliger Wind. Und halt eine Verbindung sowie andere Verbindungen neben dem Ziel. 2 bis 3. Magie. Heilender Wind. Sieht gut aus. Oh, der war gut. Sehr schön. You got it! Francisco muss... Na, Francisco ist halt... schwierig. Geh mal dahin. Du stellst dich da an, wo jetzt Johanna ist. Dann bist du auch erstmal auf dem Schneider. It's a thin line between vision and delusion. So, wer ist noch dran? Eden natürlich. So, ich denke, das waren alle, die ich hier hatte. Da oben ist ja keiner mehr. Hier, ja, das ist gut, die kommen jetzt alle in meine Richtung. Hier haben sie einen Nebel, das wird sie noch ein Weilchen aufhalten. Wenn sie da unten durch wollen, wird es nicht besser. Hier könnte Johanna in der nächsten Runde vielleicht sogar... Wenn sie dahin zurückgeht, wo jetzt Francisco ist, könnte sie sogar noch hier nochmal noch einen Nebel setzen, damit das maximal schlecht ist, damit die wirklich hier... Aber der Nebel ist dann auch bald weg. Ich muss mal schauen, wo die dann stehen. Vielleicht setze ich auch den Nebel hinter uns, dass sie noch ein weiteres Hindernis haben. So. Kannst du uns den Segen geben? Göttliche Hand. Magieschaden reduziert. Aber bevor du jetzt gar nichts machst, dann machst du das auf Eden. Kannst du ja pro Runde nur einen sprechen. Oder auf Albrecht. Auf Albrecht.
So, jetzt ziehe ich Eden und dann überspringe ich den gegnerischen Zug wieder, weil das ist dann immer noch uninteressant. Und ab dann nehmen wir die gegnerischen Züge mit, wobei die ja oben dann auch so viele sind, die dann rumziehen. Naja, das müssen wir uns dann anschauen. Also, du gehst mal dahin. Verteidigen. Jetzt wird's übersprungen wieder. Damn. I can't die this. Mein Zug. Okay, jetzt rücken sie hier vor. Jetzt muss ich hier in der Lage sein, ihnen was entgegenzusetzen, wenn es irgendwie geht. Aber das schaffe ich noch nicht gut in dieser Runde. Oder schaffe ich das? Mal gucken. Ich habe ja Robin. Tomorrow's a new day. Robin könnte ja. Der Magier ist ein Problem. Plans are like booze. Only good till they run out. Stumm. Wenn du den Magier stumm schalten wollen würdest, müsstest du drei Felder nach rechts. Oder zwei nach rechts und eins nach unten. Das geht nicht. Beides geht nicht. Und du bist zu weit weg. Den kriegen wir nicht stumm. Den müssten wir wegschießen müssten wir den. Here goes! Wenn du dahin gehst. Kampffähigkeiten. Der ist ja dann fast weg. Zwei mit einem Eispfeil. Mit einem Einer! Ja, komm, der muss weg. Wann hat man mal einen Crit, wenn man dringend einen braucht, ha? Mind the bow. Karin kommt bis dahin. Die kann erst in der nächsten Runde helfen. Raise your swords! This is not the place we die! Eins runter, zwei rüber. Das geht nicht. You see the trees. I see the forest. Heilige Nova. Hallo, auf Robin. No flame can extinguish my will. Das überlebt, weiß ich nicht. Es kann aber niemand helfen hiervon. Also. Don't throw your life away on reckless courage. Ja, du gehst natürlich da durch, ist klar. Du gehst da auch durch. I can handle that. Du auch. Ja, Brandwunden schließen sich. Was mache ich mit euch? Dich will ich eigentlich da auch durchhaben. The harder the fight, the sweeter the victory. Ach, du bist ein Kampfmagier, ist ja interessant.
kannst das sogar löschen. Das ist ja schön. Ich dachte, es wäre so ein Axtkämpfer, aber jetzt sehe ich erst, dass das ein Kampfmagier ist, der auch dieses Gebüsch löschen kann. So. Das ist jetzt nicht so schwierig. Das mache ich hier oben. Du bist auch ein Kampfmagier. Ich glaube, du ziehst erstmal durch. Francisco the Bold has arrived! Francisco the Bold geht mal dahin. So. Ah, Mist, ich hätte Dane am Anfang ziehen sollen, dann hätte er Karin dahin beamen können. Dann hätte Karin hier mit eingreifen können. Ja. Scheiße. Weapons aren't the only things that take lives. Du musst dahin gehen, wo Johanna jetzt ist. Das As heißt, you wish. Johanna geht dahin. Ah, da kriegst du trotzdem eine ab. Von irgendwem hier. Von dem da wahrscheinlich. Ja, das wird wehtun. Na gut, ich kann ja auch aus der Not eine Tugend machen. Let's do this. Du gehst jetzt da unten hin. Auf jeden Fall einer weniger, der Schaden machen kann. Wie sieht's jetzt aus? Der geht auf Robin, das muss der aushalten. Godfrey geht auf ihn, das muss der auch aushalten. Dann können wir Godfrey hier auch behalten irgendwie. Ja. Oh Light, lend me your strength. Du gehst da durch. Jetzt gucken wir mal, was passiert, weil du bist, glaube ich, der Letzte. Jetzt lasse ich den gegnerischen Zug mal anzeigen. Wobei das langweilig ist, weil die da oben. Ach ja, Gott. Ich kann es ein bisschen beschleunigen. Alles irrelevant, was da passiert. Dieses Gebuffe und Geheile. Ich will ja eigentlich nur wissen, was da unten mit Godfrey passiert, weil die anderen, die sind relativ irrelevant im Augenblick. Die laufen durch die Gegend und machen ein Schlachtfest nach wie vor. Die, das wäre noch ein bisschen spannender, weil sie uns auf den Fersen sind, alle anderen. Ah, guck mal, die Generäle da oben, wo Ballastar ist, immer die kann man gar nicht killen. Also man kann sie schon killen, aber sie geben keine Beute. Dieses grüne Truhensymbol haben nur die Generäle, die nicht in Ballastars unmittelbarer Umgebung sind. Das ist etwas, was mir jetzt erst auffällt. I can't believe you came looking for us. You're either arrogant or stupid. Das sagst du. Ballastar killed my brother. I'll hunt him for 1,000 lifetimes. Ja, dieser Generalschutz ist so nervig. Aber Dahlia hat was daraus gelernt. So, hier kommt mal ein bisschen Tempo machen.
Die ziehen nicht so, dass sie ihre Bewegungspunkte ausreizen. Das ist interessant. Let's roll. Where are we going again? Eins so weit weg. Oh, okay. Was machen wir da? Acknowledged. Die da unten bleiben nämlich stehen, um uns den Weg zu versperren. Jetzt hätte ich gerne hier eigentlich einen Dunkelmagier. Was bist du? Du bist ein Tempelritter. Hymne der Heilung, kannst du sprechen. Das ist ja gut. Magie. Hymne der Heilung. Sicherheitshalber auf Eden, denke ich. Jetzt kann... Know what fools and drunks have in common? They never learn. Und Gottfrei wird müde. Greif also nicht an. In der nächsten Runde. So. Das heißt, ich kann hier versuchen, mich so aufzustellen, dass ich da auch Treffer landen kann. Du kommst da an, wo Robin ist. The destination doesn't matter. It's the people you're with. Kommst da? Ach, wegen der Kontrollzone kommst du da gar nicht vorbei. Ist es dann nicht besser, die beiden berittenen Schützen hier oben rumzuschicken? Da ist sowieso alles jetzt so ein Gekappel. Wir kommen an der Kontrollzone von ihm eh nicht vorbei. Dann schicke ich dich mal dahin. Warten. Der kann ich noch ein bisschen heilen. Genau so. Ja, wir können ja jetzt, also wir haben, wie heißt der? Gilbert hier. Ich könnte jetzt einfach in der nächsten Runde Gottfrei wieder dort festnageln, habe ich wieder eine Runde gewonnen. Beziehungsweise ich könnte ihn einfach dort weiter einschlafen lassen. Und ich könnte ihn in den kommenden beiden Runden festtackern, da kommt er wieder nicht vom Fleck. Das heißt, Gottfrei ist eigentlich wirken wir im Gehen einfach, glaube ich. Damit rechnet er nicht. It's all on me. Gehen wir dahin. So. Wir gehen also oben rum. Life without purpose is as good as death. No sweat. There is no mountain too high to climb. Karin, du ziehst auch hier nach. Du dahin. Du dahin. Ihr seid aus dem Schneider erstmal. Francisco the Bold kommt nicht aus dem Knick. Ach nee, du. Ja doch, das ist ja.
Magie, heilige Nova. Du kannst noch eins runter oder eins rüber. Coming right up! Du gehst mal dahin. Eins runter, Magie, heilige Nova und weg mit dem. Noch brauchen wir hier oben keinen Nebel. Wobei der Nebel oben ist weg. Was werden sie jetzt machen? Sie gehen entweder unten rum oder oben rum. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, wo lang sie gehen. Deswegen keine voreiligen Schlüsse ziehen. It's a thin line between vision and delusion. Du gehst da ins Gebüsch. Du stellst dich an. Ja, und Dane ist der Letzte, der dran ist. Wie gesagt, wir gehen oben rum. If I fall, may the light find use in my death. Enough fooling around! Ach, was wird denn das hier? Today is the day I claim his head. Das glaube ich nicht. Mein Zug. Gottfrei möchte wieder was machen. Das müssen wir ihm ausreden. Und die drei hier, die stehen da, um mir möglichst irgendwie den Weg zu versperren. Brandmark, was heißt denn das? Verteidigung geringer. Okay, das ist nicht so schlimm, wenn du angreifst. Alright. Du kommst bis dahin. Can do. Karin. You can do this. You can do this. Der keilt zurück. Egal. March towards tomorrow. Du kannst jetzt hier hingehen und ihn umhauen, oder? Ach nee, du hast die Provokation, richtig. Erläuterung hast du nicht, das ist schlecht. I hope this helps. Das muss dann Dane machen. Magie-Erläuterung. Levelt. Raise your swords! This is not the place we die! Mal gucken, ob er jetzt Eden angreift. Ich glaube ja, ihr haltet dort Wache. Ja, nur hier der Kleine möchte gern. Ach nee, der greift sogar Robin an. Naja, soll er machen. So. Yes, Sir. Dich brauchen wir, weil du Eden den Kick geben kannst in die sichere Zone. Deswegen musst du auf jeden Fall dort hinten dich hinziehen lassen. So. Die hier rücken wir auf die Pelle. Die da oben. Ach, ich würde Chelsea ja gerne killen, aber na, das kommt noch. Also hier müsste ein Nebel sein, dann da. Dann wäre es maximal unangenehm. Das heißt aber auch, ich kann ja nur einen Nebel setzen, weil irgendwer muss ja... Irgendwer muss ja hier ihn auch noch betreuen. Der Nebel da oben ist auch nicht so unbedingt relevant. Der hier unten ist wichtig. Das heißt... I hear you. Gehst mal dahin. Nebel. Genau da drauf.
Ach, es ist Layla. Wie schön. Schönen Gruß. Cool. So, die will ja wirklich angreifen. Ist unglaublich. Sie will den hier angreifen. Wenn er weggeht, dann greift sie. Das muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Du jedenfalls. Sure thing. Dunkler Griff. Dazu musst du da unten stehen. Kriegen wir hin. Wobei das nicht gut ist, weil du musst den Nebel morgen in der nächsten Runde da oben setzen. Das heißt, du musst aus der Entfernung was tun. Schläfrigkeit, dann lieber nochmal. Dann ist Gott frei beschäftigt mit seinen Augenlidern. Ja, also der Dunkelgriff hätte auch gewirkt, dann wäre aber Gilbert hier unten gewesen. Gilbert ist aber der Einzige, der noch einen Nebel hat. Johanna hat ihre beiden Nebel rausgehauen. Das heißt, wenn ich hier oben noch einen Nebel setzen will, dann muss den in der nächsten Runde dringend Gilbert sprechen und dann muss er hier oben in der Nähe sein und nicht, ne, da unten, ne? Deswegen. Vorausschauendes Spiel. No problem. Wie viele Bewegungspunkte hast du? 4. 1, 2, 3, 4. Du kommst da unten hin. Nicht gut. Don't fight smarter. Okay, geh du dahin. Das nutzt alles nicht. Du gehst da durch. Wartest. Du folgst ihm. Da oben kann nichts passieren. Die sind noch zu weit weg. Da kommt noch ein Nebel hin. Die Einzige, die ein bisschen nervt, ist sie. Layla. Oh, das ist so eine Ziege, ey. Ah, die wird bestimmt gleich geheilt. Da ist ein Tempelritter, der heilt ihn. Das ist egal. Der Kampfmagier bleibt hier stehen, um Laylas Angriff abzufangen. Irgendwer, so ein scheiß Schütze oder sowas, wird auf Johanna gehen. Ich hoffe, dass sie das aushält. Wobei ich Johanna auch gar nicht mehr unbedingt brauche. Aber jetzt müssen wir ja mal sehen, dass wir dann da unten auch kämpfen können. Sure thing, Cap. Bis du da bist, das ist ja auch doof. Na egal. Lauf da lang. Es ist vielleicht ein Fehler. Immerhin heilst du noch. Coming right up. Du wirst dann in der nächsten Runde helfen können. You see the trees. I see the forest. Du gehst dahin. Ein Heiler. Ja, wenn es Johanna irgendwie noch packt, dann brauchen wir ja noch einen Heiler. Dann, wobei, dann unten aber auch noch einen. Na, schwierig. Dann geh du damit lang. So, jetzt mal gucken, was der Gegner macht. Wobei, wir haben noch den da. Geh du mal da lang, es passiert da nichts. So. Robin an. Nicht schön, aber... Wir haben es überlebt. Ah, der heilt Layla, das habe ich ja schon kommen sehen.
Er ist ausgehalten, gut. So. Jetzt erstmal hier hinten. Was können wir da noch tun? Layla steht. Das muss ich überlegen. Words veil daggers. Okay, ich werde in dieser Runde werde ich. Ich werde in dieser Runde gottfrei nicht festtackern können, weil ich da oben bei euch jetzt den Nebel. You got it! Das bedeutet. Weapons aren't the only things that take lives. Dunkler Griff. Kann die schräg angreifen? Weiß ich gar nicht. Ausprobieren. Du stehst im brennenden Gebüsch. Und ich finde, du siehst da sehr, sehr gut aus. You got it, kid. Den letzten Nebel. Ja, warte mal, gehen wir erstmal zurück. Der Tempelritter heilt die sowieso wieder, die olle Kuh. Komm du da durch. Magie. Heilender Wind. So. The harder the fight, the sweeter the victory. Nebel. Aha. Schon sieht's anders aus. Die beiden würde ich tendenziell auch wegziehen. Na, mal gucken, was wir hier so unten machen. Jetzt geht's hier drum. Dieser verbündete Heiler. Magie. Heilendes Licht. Hau mal einen aus. Wir müssen jetzt hier irgendwie die aus dem Weg dreschen. Alright. Warte, ja, nee, du bist Praise-sided. Die am weitesten hinten ist. Kampffähigkeiten, schneller Angriff, das geht. Idealerweise stehst du dann neben Eden. Tomorrow's a new day. Das heißt, du stehst eins weiter vorn. Neunzehn lässt du übrig. 17. Oh, verfeinerter Pfeil, was ist das? Trifft einen, ja, verfolgt einen Schaden, verfolgt das Ziel zu. 10. Mach mal. So. It's time. Magie, Feuerball.
Ah, der Kleine wurde schon nicht umhauen. I don't know what you hope to accomplish, but it's time to give up. I won't make the same mistake twice. Wetten? It wasn't your mistakes that cost Liriar. It was us, kicking your ass. If you don't believe that, I'll just have to prove it again. Hat nicht so viel gebracht. Er will zu dem gehen. Wenn das so ist. Ich meine, Hauptsache Gottfrey ist mit irgendwem beschäftigt. 22 übrig. Boah, das ist ein Angeber. Du kannst nicht helfen. Es kann keiner mehr helfen. Right. Dann hoffen wir mal, dass es reicht. Schneller Angriff auf den und dann auf irgendwen sonst. Mal gucken. Falsches Ziel. Falsches Ziel. Ich dachte, du gehst auf den anderen. Der war doch auch in Reichweite, deswegen habe ich dich doch extra dorthin gestellt. Understood. Naja, du musst auf jeden Fall dahin. Du musst weit vorn sein. Yes, sir. Dane kann hier noch irgendwen heilen. Zum Beispiel Karin. Damit sie Guillermos nächsten Angriff aushält. Blood runs hot. Keep your head cool. Some questions are worth dying for. Du kommst nicht wirklich gut voran. Schade. So. Also, in der nächsten Runde wird der platt gemacht. Irgendwie wird Gottfrey hier durch irgendwen beschäftigt. Es ist schlecht, wenn Gottfrey hier steht. Da hat er so eine scheiß Zone um sich rum. Ich gebe Gottfrey ein besseres Ziel, nämlich den da. Den macht Gottfrey wahrscheinlich platt, aber ist nun mal so. So, und der, sie geht auch. Ne, sie kann gar nicht dahin gehen. Sie ist ja festgetackert, richtig. Dich zieh ich mal durch. So, das war mein Zug. Die kriegt nur einen Feuerschaden, die Ziege. Aber ein Crit. Guillermo, weißt du. So, das da oben interessiert mich nicht. Das ist irrelevant für den Kampfverlauf. Das da eigentlich hoffentlich auch. Das da eigentlich auch. Die Einzige, die noch Ärger machen kann, ist Layla. Die stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Ich glaube, der überlebt das nicht. Doch. Oh, schön. Haben es alle überlebt. Gut. Mein Zug. Ja. Heilender Wind. Geh mal dahin.
geht das heute aus. Magie heilender Wind. Ja, mach das mal. So, das sieht auch schon wieder viel besser aus. Jetzt möchte ich... There is no mountain too high to climb. So, jetzt ist ja jeder Kleine weg, den die beiden Generäle hier unten, also Godfrey und Guillermo, dabei hatten. Und jetzt sind sie angreifbar. Sehr gut. Ja, das wird dein letzter Konter gewesen sein. Ja, vielleicht der vorletzte. Here goes. Kampffähigkeiten. So, läuft. Ich meine, ich kann uns jetzt in Sicherheit bringen. Kriege ich Godfrey? Also Godfrey müsste ja auch angreifbar sein. Mal gucken. Ja, ist er. Also die Generäle haben ihre eigenen Truppen. Es müssen nicht alle kleinen Fußvolktruppen weg sein, damit die Generäle angreifbar sind. Das geht auch anders. Know what fools and drunks have in common? Magie. They never learn. Dunkler Schlag. Das war nicht so schön. Das war wirklich nicht so schön. I'll take care of it. Magie. Das geht nicht. Das geht aber nicht. Das ist nicht zu fassen. Okay, warte mal. Ich mach Gilbert. Das geht ja gar nicht. Doch nicht auf Layla Gilbert. Echt, ey. Rückgängig. Gilberts Zug. Words veil daggers. Magie. Dunkle Manipulation. 24. Griff. Oh, machen wir das erstmal so. Orkan muss nur eins nach vorn, glaube ich. Diese Schweinebacken, das ist doch nicht zu glauben, oder? Das ist doch nicht zu glauben. Heilige Nova 1 bis 3. Du müsstest 2 nach vorn. Das geht nicht. Das geht alles nicht. Ich glaube, wir kriegen diesen Arsch nicht weg. Dieser eine Guard, das war's mal wieder. Der eine Guard war einer zu viel. Wir haben auch 2 Leute, die angreifen können. Ich glaube, du kannst gar nicht angreifen. Plans are like booze. Only good till they run out. Ja, das ist ja genau das Problem, dass du nicht angreifen kannst. Dunkler Schlag. Müsstest du 1 rüber, 2 vor. Ist besetzt. Dunkler Griff ist noch viel schlimmer. Dunkle Manipulation genauso. Du kannst gar nicht angreifen. Du kannst den heilen. Das ist das Einzige, was du sinnvollerweise machen kannst. Wir werden Godfrey wieder nicht kriegen.
Das ist schon wieder bei der Flucht aus dem anderen da, aus Viodel oder wie das hieß. Auch da war ein Guard, ein einziger dreckiger Guard. Genau die eine gegnerische, der eigene, eine gegnerische Effekt, der es mir verunmöglicht hat, Gott frei zu killen. Denn du kriegst das nicht hin. Das ist völlig ausgeschlossen. Das ist völlig ausgeschlossen. I may not be smart, but I know how to hurt. Ja. Simple enough. Für den Fall der Fälle Magie ist es gut, dass die olle Kuh da noch ein bisschen stehen bleibt. Der Kleine könnte vielleicht noch angreifen. Aber womit denn? Achso, der könnte schräg angreifen. Bleiben 15 übrig. Und wenn du irgendwas zauberst? Bleiben 17 übrig. Und da kommt wieder ein Guard. Ja, das kannst du vergessen. Ich bräuchte noch eine Runde länger, um Gott frei zu killen. Ist es mir das wert? Ich weiß es nicht. Hier bin ich auf 13 runter. Hier ist er auf 10 runter. Da auf 9. Oh, ein Crit, schön. Aber der guardet halt einen Crit, das ist nicht schön. So. Also da oben kann ja nicht viel passieren. Die kommen da nicht durch, die stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Hier ist ein Nebel. Ich könnte noch eine Runde länger aushalten. Die ist festgetackert. Der killt einen von den beiden. Das ist aber egal, weil es sind nur verbündete Truppen. Zur Not kann ich auch noch Francisco, the bold is arrived. Francisco da in die Nähe ziehen. Da kann ich mich sowieso nicht mehr helfen. So, dann können wir Guillermo aus dem Weg räumen. Groß Maul. Zweite Niederlage. Was sagst du jetzt? Ah. Was ist denn das schon wieder abgezogen, du Drecksack? Du hattest doch sonst nichts, oder letztens, als wir dich aus Lirojawa verjagt haben. Everyone has something to protect. Dich stelle ich mal dahin. Oder zur Not dahin. Da kannst du auch noch eingreifen, wegen Gott frei. Weil jetzt gehen wir Eden ja sowieso nicht mehr da rein in dieser Runde. I can handle that. Du gehst mal dahin. Dann zögern wir noch ein Stück weiter hinaus. Ist halt so. I'll do what I can. Du kannst auch jemanden heilen. Einfach weil du es kannst. Oder läutern. Wer braucht denn was? Da. Nächste Runde killen wir noch Gott frei und dann wird sich Eden zurückziehen. Es darf ja nicht viel passieren, außer dass Gott frei einen killt. Die anderen ziehen irgendwie durch die Gegend. Vielleicht schießt einer einen Pfeil, was weiß ich. Leila wird wie üblich geheilt. Aber sie steht im Feuer und hat Schmerzen rundenlang. Das ist das, was mir schon mal gut gefällt. Das ist alles völlig irrelevant, was die da treiben. Der Gegner bevorzugt brennende Büsche im Vergleich zum Nebel. Oh, das war das eine Opfer. Das war abzusehen. Ja, jetzt brauchen wir Vitorin ja gar nicht.
Ich glaube, Vitorin hat... Don't throw your life away on reckless courage. Hat Bock drauf. Wilder Schlag. Ja, komm hier und zack, weg. Rüber ab, Arsch. Wobei, rüber ab ist ja nicht. Die sterben ja nicht. Wenn wir nicht sterben, wenn wir hier unsere Helden im Kampf verlieren, dann sterben die Gegner auch nicht. Aber wir haben einen unterschiedlichen Schild erhalten. Das ist gut, weil Schilde sind zu gebrauchen. Theoretisch könnte man es jetzt noch weiter in die Länge ziehen. Und, oh, da ist Chelsea. Aber Chelsea ist nicht angreifbar, das ist das Problem. Die kriegen wir nicht weg. Also Eden muss ja nur einen Schritt nach vorn gehen, glaube ich. Ja, dann haben wir sie ja, oder Eden. Within every lie, a kernel of truth. Kann ich diese dumme Kuh noch irgendwie kriegen? Nee, die steht da genauso, dass Albrecht hier nicht ans Leder kann. Ja, die kriegen wir nicht weg, weil die nicht angreifbar ist. Don't fight smarter, fight harder! Nicht mal durch dich, das ist echt schade. You got it, kid. Magie, dunkler Schlag. Auch das alles steht genau so, wie sie nicht stehen soll. Ja. Nee, das lassen wir. Die Rache an Chelsea, die wird kommen, aber es ist jetzt hier nicht die richtige Situation. Wir können noch ein bisschen mit Dane to live alone in darkness. Heilung üben. Nothing can scare me more than that. No, genau deswegen. Und let's roll. Where are we going again? Ja, die triffst du nicht. Die triffst du einfach nicht. Can do. Du triffst sie. Sechsunddreißig bleiben übrig. 37. Das ist nur zum Üben. Es ist mir klar, dass ich die nicht down kriege. Na, aber hier gibt es noch ein bisschen Erfahrung. Albrecht kann nichts tun. Der da ist auch zu weit weg. Robin ist auch zu weit weg. Der kann the destination nicht doesn't matter. Über vier Felder it's the people you're with. Schießen. Hat er nie gelernt, weil er auch eine andere Klasse hat als Karin. Und hier sind alles nur Leute, die no problem. Die No-Name-Leute sind. I hear you. Du könntest noch was tun. Geht nicht. Geht alles einfach nicht. Stumm nutzt nichts, schläfrig nutzt nichts. Also ja, wir können sie schläfrig machen, um zu üben. Weil es Chelsea ist. Es macht Spaß, auf Chelsea zu schießen, wenn er mich fragt. Es macht wirklich richtig viel Spaß. Heilige Nova, dumme Kuh. Ist aber ganz schön angreifbar jetzt. Das überrascht mich. Weiß gar nicht warum. Aber er kriegt sie ja nicht. Da bleibt was übrig. Mit einem Zauber kriegt er sie auch nicht. Winterlicher Stoß, was ist das? Ja, bleiben 5 übrig. Das würde sie sogar killen. Und das auch. Na dann. Dann nehmen wir dich doch mit. Und deine geklaute Rüstung. Friedvoll. Also, dass ausgerechnet Chelsea eine friedvolle Lederrüstung trägt, halte ich für ein ganz großes Gerücht.
Sure thing. Weil wir es können. Ja, die ist auch geschützt. Warum auch immer Chelsea nicht geschützt war, das verstehe ich nicht. Naja, wir haben sie. Und jetzt gehen wir hier raus. Das reicht. It's all on me. Ja, all on you, genau. There's no time to relax. We have to get out of Castilian. Ich hasse Fluchtkämpfe. Ja. Drei gegnerische Generäle, darunter Chelsea. Meine Welt ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann gibt es die nächste Sequenz. Und was darin zu sehen ist, sehen wir am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.